Und es funktioniert wie folgt, dieses Witze singen. Ich ziehe nach und nach Witze aus diesem Sack heraus, dann singe ich die vor und das war's. So, und los. Mein Name ist Britt. Wie bitte? Wie der Kleber, nur mit B. Du heißt Buhu? Sagt die Lehrerin, tut mir leid, Peter. Mehr als eine 5 minus kann ich dir im Fach Französisch einfach nicht geben. Da sagt Peter, gracias. Den hat man noch nie. Cool. Was halten Sie von Frauenfußball? Ich finde beides gut. Verstanden? Frauenfußball? Okay, alles klar. Ba, 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 ba. Die Frau von Herrn Meyer ist vor Kuba beim Tauchen ertrunken. 2 Jahre später findet die Küstenwache die Leiche und schickt Herrn Meyer ein Telegramm. Drauf steht: Leiche ihrer Gattin mit Muscheln bedeckt gefunden. Perlen haben einen Wert von 250.000 Euro. Herr Meyer telegrafiert zurück: Perlen verkaufen, Geld schicken, Köder wieder auslegen. Er war ein bisschen länger, aber effektiv. Sind insgesamt 190 Witze in diesen Tüten. Viel Spaß. Ägyptisch oder ich schieße? Was? Ich kann doch gar kein Ägyptisch. Ägyptisch jetzt. Raubüberfall in Sachsen. Ich versuche jetzt seit 15 Minuten den BH von meiner Frau zu öffnen. Leider vergebens, ich wünschte mir, ich hätte ihn nie angezogen. Hübsche Frauen kommen zu mir wie ein DHL-Paket. Sie landen beim Nachbarn. Und was sind Sie von Beruf? Ich bin Domina. Und kann man davon leben? Ach, man schlägt sich so durch. Einige noch komplett neue, ja, genau wie gut, der hier. Warte, den haben wir noch nie gesungen. Weltpremiere Osnabrück. Schiller erwischt seine... Nochmal. Okay. Ich habe das SCH falsch betont. Sorry, Jan. Schiller erwischt seine Frau beim Fremdgehen. Da sagt sie, mach da jetzt bitte kein Drama draus. Muss ich für die Leute aus Borklo erklären? Es ist ein Literat, also das Bücher. Buchstaben, Worte, geschrieben. Irgendwann lernt ihr es auch. Die Kinder vom Hasenbraten fragen, Papa, was ist das? Kleiner Tipp, Mama nennt mich manchmal so. Oh mein Gott, ist das etwa ein Arschloch? So, wir machen noch 5 Stück, 5 Witze bekommt ihr noch. 2 Frauen nach dem Golfspiel im Clubhaus, sagt die eine, und wie lief's? Antwortet die andere, nicht so gut, ich habe mich verletzt, sagt die andere, oh wo denn? Zwischen dem ersten und dem zweiten Loch, au Backe, da hält kein Pflaster. Noch 4 Witze bekommt ihr noch. Der Apfel schmeckt nach Eistee, sagt Kevin, 19, isst zum ersten Mal in seinem Leben einen Pfirsich. Oh, nicht so viele Leute verstanden, einige Kevins da. A sagt zu B, wie war dein Tag? Da sagt B, 2x Sex in der Dusche und abends noch ein Blowjob. A sagt, du Glücklicher, sagt B, naja, Knast eben. Noch wie viele? 2? 2, ja, Jan? Ja, glaub schon. 2, ne? Oh, noch 2. Kommt ein Mann vom Urologen nach Hause, seine Frau fragt, und wie war's? Sagt der Mann, gut, aber ich soll noch eine Urin-, Kot- und Spermaprobe beim nächsten Mal abgeben. Da sagt sie, na dann schick doch deine grüne Kordhose. Jetzt kommt der letzte Witz, es sei denn, der ist richtig kacke, dann machen wir noch einen. So. Nee, den nehmen wir nicht. Das war, was machen 30 Pimmel im Bus? Eine Spritztour. Aber oh, das geht nicht. Das geht nicht.
Welcher ist es? Warum packst du deinen Penis aus? Ich dachte, du hättest... Ich hab nur gegähnt. Nee, nehmen wir noch einen. Einen allerletzten. Einen allerletzten nehmen wir noch. Oma geht einen Bikini shoppen. Nach kurzer Zeit kommt sie wieder aus der Kabine und sagt, das Oberteil brauche ich nicht. Ich bekomme alles in die Hose. Das war's, Sven Benzmann. Singt eure Witze mit Jan Niermann am Klavier.